Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Cheater Langeweile Creative Mode World Let's Play Dingens. Naja, ist egal. Ja, mittlerweile dürfte ich eigentlich schon 3 GTA-Folgen draußen haben. Singleplayer wohl bemerkt. Die Let's Play GTA Online, da mache ich mir Windows 8 nur so einen Strich durch die Rechnung mit dem Sound und oh. Aber ich fummel dran, ich verspreche es euch, das wird noch im Januar was. Hoffe ich. So, in dieser Zeit wollte ich eigentlich mal das Rathaus weiterbauen, fällt mir gerade mal so ein. Und wie ihr meine Stimme hört, bin ich noch ein klein wenig heiser und wo habe ich eigentlich mein Rathaus hingebaut gehabt? Da hinten glaube ich, ne? Über den Wolken, dam, 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 muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, da hinten ist mein beschauliches Rathäuschen. Und ja, ein bisschen schniefen tue ich auch noch, ich weiß, tut mir leid, Freunde. Aber mir geht schon ein bisschen besser, also gute Besserungswünsche müsst ihr nicht. Könnt ihr natürlich posten, da freue ich mich natürlich sehr drüber, aber ich bin eigentlich schon relativ wieder fit. So. Wie wollte ich es eigentlich ursprünglich nochmal bauen? Habe ich noch den Sandstein hier drin im Inventar oder muss ich hier. Nee. Hilfe, wie sehe ich denn aus? Ah! Egal. Sandstein ist das, ne? Ja. So, ich habe Minecraft ewig nicht mehr gespielt. So. Genau so wollte ich das mal erinnern. Ich erinnere mich. Aber das ist ein. Das ist klar, das Anstein wahrscheinlich, ne? Psala. Ja. So. Genau. Ja, das sieht schon besser aus. Ja, also wie ich gesagt habe, mit GTA Online, da macht mir Windows 8 immer so einen Strich durch die Rechnung. Jetzt will er das Elgato da nicht richtig annehmen, dann ja gut, das ist leistbar, jetzt kriege ich nach ein paar Versuchen hin, aber das größte Problem ist eher, für Windows 8 habe ich irgendwie keinen richtigen Movie Maker, den musst du mir runterladen, das ist irgend so eine Krüppelversion, sage ich mal, und naja, dann, es ploppt hier, ich versuche übrigens nebenbei das Problem zu fixen und gerade ist irgendeine Werbung wieder aufgeploppt. Ich spiele noch über MacBook. Ja. Denn den Windows 8 Laptop, den will ich keine Spiele zu, und den traue ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht zu. Jetzt soll Spiele wie GTA 4 oder OMSI raufzuhauen. Ich glaube, es verabschiedet er sich. ja. Deswegen mein Gamer-PC, den ich mir hoffentlich irgendwann nochmal anschaffen werde, da werde ich versuchen, noch Windows 7 zu bekommen, auf jeden Fall. Also, never, never, never Windows 8. Also, boah, ne. Das ist mir doch ein klein wenig so blöd, sage ich mal. So. Ja. Aber ich werde versuchen, natürlich auch wieder den nächsten GTA 5 Singleplayer-Folgen zu machen. Vielleicht auch ein paar andere PlayStation-Spiele. Mal schauen, was ich da noch so habe. So, mit denen ich GTA Online Let's Play machen würde. Mit denen bin ich auch schon am Versuchen, dass es bei mir funktioniert. Am Googlen und oh, das ist nicht auszuhalten. Also, wenn ihr einen neuen PC braucht, holt euch lieber irgendwie nochmal, irgendwie, wenn es geht, nochmal lieber Windows 7. Auf gar keinen Fall Windows 8. Ich sag's euch nur im guten Freunde, wirklich. Windows 8 ist eine Katastrophe. Ich will nicht sagen eine große, aber naja, ich stand schon mehr oder weniger ein paar Mal vor einem Nervenzusammenbruch, um es freundlich auszudrücken. Ne? Ach ja.
Hey, und ich habe lange keine Kommentare. Bei den letzten zwei Minecraft-Videos habe ich keine Kommentare und Nachrichten bekommen von wegen, du bist ein Zitter, du bist langweilig. Mach mal Gronkh und Ja. Genau. Ich bin eigentlich mit Gronkh und Sarah jetzt auf den Bahamas, genau. Ich habe auch das Geld dazu. Ich würde es sehr gerne machen, kein Problem, aber wenn ihr mir die Flugtickets bezahlt, die Hotelkosten bezahlt, mache ich sehr gerne so einen Super-Homie-Abklatsch. Habe ich kein Problem mit, Leute. Da habe ich kein Problem mit. Da bin ich Letzte, der sagt nein. Da habe ich dann kein Problem mit. So. Lalalala. So. Das neue Jahr ist noch gar nicht so alt, was heißt alt? 13 Tage oder müsste es mittlerweile schon alt sein, das neue Jahr. Und wie habt ihr denn so Silvester verbracht? Würde mich mal interessieren. Haut es mal in die Kommentare. Wie habt ihr Silvester verbracht? Mit wem habt ihr gefeiert? Seid ihr gut reingerutscht? Gab es Komplikationen? Habt ihr euch die Floskeln verbrannt beim Zündeln? Auch wenn ich nur nicht so viele Abonnenten habe, aber naja. Lalalala. So. Die ganzen Minecraft-Profis, die halten sich bestimmt die Hände über den Kopf hier. Oh, Kreativmodus, kriegt doch hier dahin. Also ganz ehrlich, ich habe auch Leute schon im Kreativmodus spielen sehen, die haben noch nicht mal eine Blockhütte hinbekommen. Also, auch wenn ich die Kreativ, auch wenn das Kreativmodus so eine Halle hinten baut, das dauert Ewigkeiten. Auch wenn es tausendmal Kreativmodus, das dauert Ewigkeiten. Bis man immer noch zufrieden ist, bis. Ja. Ja, ihr wisst schon, Leute. Bis halt alles so geregelt ist, so wie. Damit es schön aussieht halt, ne? So, hat das immer. Alter, immer noch nicht, ey. Meine Fresse. So, was kann ich hier nochmal meine Minecraft-Welt nochmal bauen? Schreibt es in die Kommentare, vielleicht baue ich die auch mal. Also irgendwie so blablabla. Jetzt nicht irgendwie so eine Kommentare wie Puff oder wie Stripper oder sowas schreiben. Oder sonst schon. Also nicht irgendwie sowas oder Drogenhändler-Ringhaus oder. Es sollte schon was relativ Vernünftiges sein. Auch was nachbaubar ist. Es nicht hier irgendwie dieses Albu Afiq oder wie dieses hohe Haus in Dubai da heißt. Ich glaube, da wäre man auch ein paar Jahre zugange. Zumal, ist das rund oder? Nee, das ist dieses andere, ne? Dieses Segelschiffhaus in Dubai. Dieses Hotel, wie heißt das? Ah, ist direkt an der Küste da. Das wäre, glaube ich, kaum möglich. Oder wäre schon möglich. Ich muss nur dementsprechend bauen, weil das so rund ist. Bei Minecraft ist es halt sehr, sehr schwer rund zu bauen. Muss man halt sehr groß machen und. Das würde dann hier nicht mehr im Arsch nicht mehr so reinpassen, ne? Oder ich beeindrucke die Leute hier so Mount Rushmore nachbauen oder die Freiheitsstatue. Also die Leute bei die. Wow, das ist echt Wahnsinn. Ich sehe manche Leute nachbauen in Minecraft. Das ist. Das ziehe ich wirklich mal gut vor. Hat doch einer auch den GTA 5 Trailer komplett mit Minecraft nachgestellt, ey. Wow, das ist echt Wahnsinn. Ich habe mal gesehen, da irgendwie New York nachgebaut oder. Ich weiß nicht, ob die Leute Arno Dübel sind oder ob die Millionäre sind oder. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall beeindruckend. Scheiße. Nein! Muss auch ein bisschen Licht rein. Jetzt kommen hier gleich die ganzen Fledermäuse wieder an. Das wollen wir nicht.
So. Ach ja, ich habe noch eine andere Minecraft-Welt am Start. Da brauche ich übrigens ein bisschen größeres Fußballstadion, auch richtig mit Katakomben. Hier Umkleidekabinen, Presseraum. Nee, Presseraum habe ich noch gar nicht gebaut. Richtig, muss ich noch bauen. Aber ja, wie sagt man? Regieraum, Fanshop, Würstchenbuden, etc. 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 Wenn ich das soweit fertig habe, auch mit Trainingsplan und so weiter, dann werde ich es auch mal vorstellen natürlich. Aber das braucht noch ein bisschen. Weil ich noch Änderungen vornehmen will, und dann habe ich wieder einen Fehler gemacht und naja. Wo wir gerade beim Thema Fußball sind, was sagt ihr eigentlich zum Hitzlsperger? Also ich muss wirklich sagen, ich finde es wirklich sehr mutig. Ich finde es auch wirklich sehr gut, dass sich auch mal endlich mal ein Fußballer outen tut. Ach, hier wollte ich gleich die Treppe bauen, ne? Ja. Denn wir leben hier nicht mehr im Mittelalter und eigentlich habe ich hier so weit auf Facebook nicht nur positive Kommentare gelesen, was ich eigentlich sehr freundlich finde. Ja, wenn da mal so ein Idioten wie so ein Christoph Daum oder sagen, ja, es gibt keine schwulen Fußball, keine schwulen. Ich frage mich, warum nicht? Nehmen wir mal an, jetzt Cristiano Ronaldo. Okay, ich persönlich mag Cristiano Ronaldo nicht, aber er ist wirklich ein Bombenfußballer, muss man wirklich sagen. Wenn jetzt eines Tages sagt, ja, ich bin schwul, das macht aus ihm doch keinen anderen Menschen. Ich würde ihn weiterhin für seine fußballerische Leistung bewundern. Und ja, also, ich weiß nicht, warum da einmal manche Ältere, okay, manche Ältere vielleicht noch ein Problem haben, weil die sind ja nicht auf Facebook angemeldet. In aller Regel. Obwohl ich auch ein paar ältere Facebook, mein ältester Facebook-Freund. Er ist, glaube ich, von kurzem, habe ich ihn zum Geburtstag gratuliert. Ich glaube, der ist irgendwie 75 geworden oder so. Auch schon nicht schlecht, ne? Ich glaube, meine Großeltern, die haben noch nicht mal einen PC. Wenn ich sage, Mensch, meldet euch mal auf Facebook an. Ich glaube, die würden mir den Frohsinn zeigen. Ich würde sagen, Mensch, Lümmelchen, bist du noch zu retten? Was sollen wir damit? Wenn die auch schon was von Facebook gehört haben. Genau hier oder hier wollte ich ja Fahrstuhl und Treppe bauen. Das musst du mir nur versuchen zu merken. Ich sehe hier irgendwie so einen Raum einklatsche. Mir fällt eigentlich gerade auf, was eigentlich ziemlich. Mann, ziemlich klein für ein Rathaus, ne? Naja, das kann man zur Not ja auch noch erweitern, zur Not. Kann man es nur noch erweitern. Ist es nicht so schlimm. So, heute werden wir versuchen, die Folgen mal getrennt auszusehen. Jetzt mal nicht so einen Hack. Diesen Hack. Also nicht das. Ah. Bla 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 bla. Nicht erst mit in der Folge auf einmal ein Cut ist, sondern schon jede Folge mit An- und Abmoderation. Ich nehme schon gleich 14 Minuten gleich auf. Ja, kann man natürlich noch über Nase schnauben. Man hört schon wieder langsam. Ja, ein bisschen erkältet bin ich noch, aber es läuft langsam. Es wird besser. So. Den. Mein Olympiastadion muss ja nicht auch nochmal weiterbauen, fällt mir gerade ein. Also den Park davor, ein paar Flaggen noch ergänzen. Hinten hier wollte ich noch Beachvolleyballfeld hinmachen. Ein paar Fahnen ergänzen, habe ich da schon gesagt. Verdammt, habe ich vergessen. Was? Beachvolleyballfeld, irgendwie eine kleine Rennbahn und so weiter. Das sind bei Minecraft hier ein Tür und Angel weit geöffnet. Türen eigentlich. Was rede ich da schon wieder? Da sind die Möglichkeiten. Ja, gut gegeben, was man bauen könnte, kann, darf, soll. Ja. Wo ich gerade so schön summe, was für Musik hört ihr denn? Schreibt es mal in die Kommentare.
Ach, übrigens, vielen Dank. Ich habe vor kurzem gesehen, dass ich bei Facebook jetzt auf meiner Facebook-Seite irgendwie 41, 42 Likes habe. Also freue ich mich wirklich drüber. Also vielen Dank, Leute, für die super Unterstützung. Jedes Like mehr freut mich natürlich umso mehr. Die Facebook-Seite verlinke ich wie immer direkt unter dem Video und natürlich auf meinem YouTube-Channel findet ihr die auch. Und ja, okay, jetzt will ich nicht wie Tutorial anfangen. Twitter, Instagram. Entschuldigung. So. So. So, da musst du mal sehen, wie es beim Fahrstuhl mit den Treppen ist. Hau ab, Fledermaus. Weg. Ah, runtergefallen. Ja, mach ein Creative Pool, das hat nicht viel. Da wäre es ziemlich peinlich, wenn ich hier sterben würde. Und wenn ich tief genug buddel, dann ist die Höhle jeweils die auf. Und da ich Idiot und super flach genommen habe, ich kann es dir mal ganz gut zeigen. Nun, lauf. Ich kann jetzt zeigen, hier habe ich ja den Boden dafür. Und da ich nirgendwo super flach, super flach genommen habe, ist jetzt da Schloss. Wenn man darunter fällt, ist natürlich Sense. Und deswegen kann ich hier keine Keller bauen. Das war ziemlich blöd von mir. In meiner anderen Welt, wo ich jetzt das Fußballstadion gebaut habe, ist auch super flach, aber da kann ich nur so, so hoch bauen. Also höher, wie ich das Fußballstadion in meiner anderen Welt gebaut habe, kann ich nicht bauen. Was auch ein bisschen ärgerlich ist, finde ich. Also wenn ihr wisst, woran es liegt, gerne Bescheid sagen, ne? Und ich würde sagen, ich mache mal ein Ausnahmepäuschen, denn meine Stimme wird immer nasaler. Aber ich muss mal meine Nase ausschnauben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute!